Ja, Gott zum Gruße, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, wir haben ja gemeinsam eine Reise gestartet, eine Reise in die mythische Welten. Und da setzen wir heute fort. Das letzte Video stelle ich euch unten rein. Und heute geht es wieder um diese schwarze Magie, ja, wie sie uns oder viele von uns hypnotisiert. Wir schauen uns an einen weiteren jüdischen Feiertag. Und diesen jüdischen Feiertag haben wir im Zusammenhang mit diesem Herrn hier. Ja, wie gesagt, es wird spannend. Wir haben ja schon gesagt, dass warum die Menschen diese Carola-Lüge überhaupt glauben. Ja? Das ist wie wenn sie von der hypnotisiert wurden. Ja? Und wenn wir jetzt schauen, wie die arbeiten, ja, wie die Schlange arbeitet, die Schwarzmagier, die Zauberer und die ganzen Beschwörer. Wenn wir wissen, wie sie arbeiten, das ist wichtig, weil wir werden sie nämlich mit ihren Waffen schlagen. Ja? Und dieser Ausspruch, wir schlagen sie mit ihren Waffen, heißt, dass man die Strategie und die Methoden des Gegners dazu nutzt, um ihn zu besiegen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns hier wirklich tiefer in diese Materie etwas hineintauchen, damit wir genau verstehen können, wie die ticken. Denn das ist unser Angriffsfeld. Ja. Und um noch kurz jetzt zurückzugreifen auf das letzte Video, wir haben ja gesagt, Schwarzmagie hängt zusammen mit Juden, mit Kabbala und auch mit diesen jüdischen Feiertagen. Und es gibt jetzt einen, wir schauen uns heute einen anderen jüdischen Feiertag an, der sehr wichtig ist und werden da ein bisschen tiefer hineinschauen, um Zusammenhänge weltweit, beziehungsweise um Zusammenhänge geschichtlich und Zusammenhänge aus der Bibel, wie das alles zusammenpasst. Ja? Wir werden das ein bisschen deutlicher entschlüsseln, als wie es so offensichtlich einem nur scheint. Und zwar dieser Feiertag ist am 30.04. Ja? Dieser jüdische Feiertag heißt Lag Bar Omer. Und das ist der Sterbetag von einem gewissen Rabbi Shimon, auch Rabschi genannt. Und dieser Rabbi Shimon oder Rabschi war der Erste, der die mystischen Aspekte der Tora, ja, die Tora, das ist das unser, also unser nicht, das ist das Alte Testament die, von der Bibel, der die mystischen Aspekte der Tora, nämlich die Kabbala, öffentlich verkündigte. Ja, und verkündigen dürfen wir, bitte wieder notieren, dürfen wir immer in Verbindung bringen mit ausrufen und auch proklamieren. Ja, also das war der Erste, der das wirklich öffentlich gemacht hat. Er ist der Hauptverfasser von dem Buch der Kabbala und auch von dem wichtigsten Buch der Kabbala, nämlich des Zohar oder Zohar. Das schauen wir uns dann an, was das ist. Und das wurde über viele Generationen hinweg, wurde diese innere Seele der Tora, ja, eben die Kabbala, die wurde immer weitergegeben, aber immer nur an ganz bestimmte gewisse Leute, an die Auserwählten, ja, die wurden dann eingeweiht. Und dieses Wissen wurde weitergegeben. Und natürlich war das eben nur in diesen Kreisen bekannt, weil es war ja ein Geheimwissen. Und wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, ja, wer zu diesen Eingeweihten noch dazu gehört, wir wissen ja, dass Paulus auch ein Eingeweihter war, das haben wir schon besprochen in anderen Videos, dass der Haupteingeweihte, was für uns sehr interessant ist, in der Bibel dieser Henoch ist. Ja. Und Henoch heißt ja übrigens, das hebräische Wort heißt Eingeweihter, ja. Und wenn man jetzt liest in der antiken Überlieferung mit diesem Henoch, also überall, wo dieser Henoch erwähnt wird, gibt es immer Hinweise auf etwas Eingeweihtes, auf die Wächter, auf die Bewahrer. Ja, die Bewahrer von einem geheimen, verborgenen, heiligen Wissen. Und sogar, da ist doch das Wissen drinnen, das was vor der Sintflut war. Ja? Okay, das ist auch sehr interessant. Und noch einmal zur Wiederholung, was wir schon gesagt haben. Dieser Henoch, sein Gott war ja dieser Jahwe-Gott. Und wir haben bestimmte Begriffe schon beleuchtet, die eben auch mit diesem Henoch und mit diesen henochischen Orden zusammenhängen. Ja, das waren eben die Juden. Dann dieser Begriff der Verborgene aller Verborgenen. Das Pentagramm gehört dazu, die Freimaurer, diese ganzen heiligen Wächter, die Nephilim, das Buch Jascha, das Buch des Aufrechten oder Rechtschaffenen. Herr der Geister ist ein Begriff, Melchisedek ist ein wichtiger Begriff, Kabbala, der Urbeginn, der Name Gottes, die Weltwunder, die Wissenschaft,
die Weisheit dieser Welt, ja, Kosmos, Weihung, Künste, Schlange, Heilung, Erlösung, das gehört alles da in diese geheime Wissenschaft von diesen Eingeweihten, wo eben Henoch dazu gehört, dazu. Und wenn wir schauen, dieser Henoch zeugte mit 65 Jahren seinen Sohn Methusalem. Ja? Und genau in diesem selben Jahr gründete er die sogenannte Gemeinschaft der Eingeweihten. Ja? Und die nannten sich, oder er nannte sie die Söhne des Lichts oder die Kinder des Lichts. Das ist interessant, die Begriffe begegnen uns in der Bibel auch oft im Neuen Testament. Ja? Und das waren diese heiligen Wächter oder die Wächter des Heiligen. Und die standen wiederum in Kontakt mit den Nephilim. Ja, Nephilim, das sind, wissen wir, diese Gefallenen mit Riesen und so. Und diese Nephilim waren auch diejenigen, die Adam eingeweiht haben. Ja? Und Henoch erfuhr von diesen Nephilim die ganze Lehre, nämlich über das Schicksal des Menschen, der Welt und des ganzen Kosmos. Ja, das ist wichtig, dass wir das auch wissen. Und wir haben das schon alles besprochen. Ich stelle euch unten ein Video rein, wo das auch besprochen wird, diese Lehre mit dem Henoch. So, jetzt noch einmal wieder zurück zu diesem wichtigsten Buch der jüdischen Kabbala, Zohar oder Zohar. Ja, das bedeutet strahlender Glanz. Wo findet man das jetzt in der Bibel? Hesekiel Kapitel 1, Vers 28, sieht Hesekiel eine Vision und sieht den Thron. Thron von diesem Yahweh, alias Satan. Ja? Und da beschreibt er ihn, da ist eben der Thron und auf ihm war eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich, und ein Glanz war rings um ihn. Und dann beschreibt er diesen Glanz, der um ihn war. Wie das Aussehen eines Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen von dem Glanz ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Da steht wieder dieser Yahweh, alias Satan. Ja? Also er sieht hier dieses Bild, er sieht hier diesen Glanz, ja, und die Farbe des Glanzes, das waren eben diese Regenbogenfarben. Ne? Das ist wie der Regentag, wie die Wolke am Regentag. Ja? Also dieser Glanz war so ein Regenbogenkranz rundum und um. Und wenn wir heute ein bisschen schauen am Himmel, dann sehen wir, es gibt auch heute diese Aspekte von Regenbogenleuchterscheinungen. Ja? Man kann schauen, bei der Sonne, beim Mond und bei den Sternen gibt es manchmal, das ist sichtbar mit freiem Auge, gibt es manchmal diese Regenbogenringe. Also mir ist das früher nie aufgefallen, aber seit ich das weiß, schaue ich mir den Himmel oft an und ich sehe das auch wirklich. Ja? Das ist in der Mitte entweder die Sonne, der Mond oder ein Stern. Also bei Sternen habe ich es eigentlich noch nicht so genau gesehen, aber bei Sonne und Mond kann man das wirklich oft beobachten. Dass dann innen ist vielleicht ein bisschen weiß und außen, dann ist rundum und um so ein Kranz in die Regenbogenfarben. Ja, und dieser Kranz da um die Sonne, um den Mond und um die Sterne heißt Corona. Ja? Ich muss es leider sagen, das Wort, aber nur, damit ihr es einordnen könnt. Ja? Und jetzt schauen wir mal, wo kommt, Offenbarung ist ja für uns interessant, das ist ja unser Endzeitgeschehen, was beschrieben wird, wo kommt das jetzt vor, diese drei Begriffe, Sonne, Mond und Sterne? In der Offenbarung 12, da heißt es, Vers 1, ein großes Zeichen erschien am Himmel. Ja, und Zeichen, das griechische Wort heißt Semion, und das wird übersetzt, das ist eine Erscheinung, eine Abbildung, ein Zeichen, das über sich hinaus auf etwas Größeres hinweist. Ja, das ist ein Zeichen, was etwas zu bedeuten hat, aber was viel größer ist, als das, was hier selbst zu sehen ist. Und was steht da? Eine Frau begleitet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt war ein Kranz von 12 Sternen. Ja, diese Frau in der Offenbarung 12 wird auch genannt Strahlenkranz-Madonna. Und da ist wieder dieser Kranz, Carola. Ja. Sie wird auch genannt apokalyptische Madonna und wird auch genannt die Mutter Gottes. Und diese Frau ist keine wirkliche Frau, ja, sondern sie ist eine symbolische Repräsentation Israels. Ja, und die 12 Stämme,
Also die 12 Sterne, das sind die 12 Stämme Israels. Das ist diese Maria, ja, die als Königin des Himmels, ganz ein berühmtes Gemälde von Albrecht Dürer, kann man anschauen. Und diese Himmelskönigin finden wir im Alten Testament, ja. Da steht drinnen, dass ihr Kuchen gebacken werden, ja, und während dieses Kuchenbackens, da gab es wieder diese Beschwörungsrituale von einem Beschwörungspriester, ja. Und ich möchte aber an dieser Stelle jetzt nicht zu tief in diese Mutter Gottes und Maria eingehen. Es gibt, das habe ich euch versprochen, ein Video drüber. Wenn ich das Video nicht schaffe, dann gibt es einen Blog. Schauen wir mal, wie es sich zeitmäßig ausgeht. Aber nur so jetzt am Rande, ja, dieses Zeichen, was hier erscheint. Gehen wir wieder zurück zu unserem jüdischen Feiertag, ja, der 30.04., dieser Lakbar Oma. Dieser 30.04. ist auch im Spiritismus und in der ESO-Szene ein ganz ein wichtiger Tag. Ja. Nämlich, da gibt es an diesem 30.04. in der Nacht ist die sogenannte Walpurgisnacht. Ja. Und da heißt es, da ist die Verbindung zu der Anderswelt oder zu den anderen Welten, ist hier, da sind hier viele Tore offen und da ist die Verbindung ganz stark da, ja, oder zu den Ahnen. Das ist alles dann ganz besonders offen. Und diese Walpurgisnacht im Mittelalter vermutete man Orgien hinter den Festen, wo die Hexen in der Nacht, in dieser Walpurgisnacht, auf einem Besen übers Land ritten, um sich auf den Bergen mit Satan zu vermählen. Also da waren halt diese wilden Sexorgien. Und der Hexenbesen, das war ein Gegenstand aus einfachen Weidenruten zusammengebundener Besen. Und mit dem haben auch diese Hexen, diese Frauen, ihre magische Plätze immer gereinigt zu den Festen. Ja? Und ob die jetzt wirklich auf diesen Hexenbesen geflogen sind oder nur für diese magischen Rituale benutzt haben, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber was mir eigentlich eingefallen ist, wir haben früher in Niederösterreich gewohnt, in Soos. Und da war in der Hauptstraße, das war die sogenannte Heurigenstraße, da waren die Heurigen rechts und links. Und in der Früh, wenn ich oft zum Bäcker gefahren bin, habe ich gesehen, da waren die alten Soßer Frauen und die haben so einen Besen gehabt. Ja, das war ein Weidenrutenbesen, der war nicht sehr hoch und oft hat der hat nämlich gar keinen Stiel manchmal oben gehabt, das waren nur diese Weidenruten. Und da haben diese alten Frauen, und die haben auch wirklich ausgeschaut wie Hexen, ja, die haben so ein Kopftuch gehabt und manche waren schon alt und haben den Buckel gehabt und da haben sie mit diesen Weidenbesen ihre Gehsteige immer sauber gemacht und das war irgendwie lustig für mich anzusehen, weil das die Verbindung irgendwo da war. So, ein anderes, was an diesem 30.04. noch geschieht, ist der Maibaum, ja, dieser Maibaum am 30.04. Das geht wiederum zurück auf den germanischen Gott Thor, ja, schreibt sich T-H-O-R, oder auch Donar genannt, mit Donner gleichzusetzen, weil das war der Gott der Gewitter oder überhaupt der Wettergott. Ja, und der ist immer in Zusammenhang zu bringen mit Kampf, mit Kraft und mit Durchsetzungsvermögen, aber mit Gewalt. Ja. Und dieser Maibaum, muss man sich mal anschauen, was der überhaupt symbolisiert. Der symbolisiert die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ja. Und im Zuge der Christianisierung wurden viele Bräuche genommen von verschiedenen Religionen und wurden als christliches Fest so festgesetzt. Ja. Also man sieht, dass das Christentum ist eine bunte Mischung von allen möglichen, von, wie gesagt, Altes Testament, haben wir eh schon gesehen, dass das da auch hineingeflossen ist und von dort, von den Germanen und von dort und was weiß ich wo noch, also das ist richtig synkretistisch. Ja. Das ist synkretistisch, das ist eine Vermischung von verschiedenen Religionen und das ist das Christentum. Ja. So, und jetzt kommt das Wesentliche, auf das, was ich eigentlich hinaus will, dieser 30.04. Was war noch an diesem 30.04., an diesem jüdischen Feiertag, Walpurgisnacht oder auch dieser mit dem Baum da? Was war da? An diesem 30.04. war der Tod von einem Mann, der so hieß. Am 30.04. ist dieser Mann gestorben, getötet, selbst umgebracht, man weiß es nicht. Ja, aber es ist kein Zufall, dass es genau dieser Tag war. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur schwarzen Magie. Ja, wir haben ja gesagt, schwarze Magie heißt so viel, dass man sich seinen eigenen Wunsch erfüllt.
Und das geschieht, indem man diesen Wunsch ständig wiederholt, indem man diesen Wunsch versinnbildlicht. Dazu gehört diese sogenannte Sigillenmagie. Könnt ihr euch einmal anschauen, ich behandle es aber dann eh auch in einem kommenden Video, ist sehr interessant. Oder man träumt gezielt von den Dingen, die man manifestieren sehen will, oder man benutzt Gegenstände, die mit den Leuten verknüpft sind, um die Leute zu manipulieren. Ja, da fällt zum Beispiel, fallen darunter zum Beispiel auch diese sogenannten Voodoo-Puppen. Ja, ihr kennt das ja aus diesen Filmen, wo man diese Voodoo-Puppe hat und dann sticht man die Voodoo-Puppe in den Arm hinein und wenn man das mit diesem Ritual beschworen hat, dann spürt das der mit dieser Puppe in Verbindung ist, spürt er wirklich diesen Schmerz und kann dadurch fertig gemacht werden und manipuliert werden. Ja? Schwarze Magie heißt also den eigenen Wunsch erfüllen. Und die machen das so, sie kündigen an, was sie wollen. Sie kündigen an, was sie wollen. Ja? Was haben wir vorher gesagt? Wenn ihr es nicht vergessen habt, diese Kabbala mit, wer da war, der Rabschi, der Erste, der es vorangekündigt hat und da in Verbindung eben diese Wörter ausrufen und proklamieren. Ja? Sie kündigen an, was sie wollen. Ja, und jetzt schauen wir uns ein paar Begriffe an, die für uns wichtig sind, die auch biblisch vorkommen, damit man da auch hinter die Kulissen von dieser Mystik, von dieser Magie ein bisschen eine Ahnung bekommen. Das erste Wort ist die Weissagung. Weissagung ist eine Voraussage für die Zukunft. Ja, das ist eine Weissagung, die geschieht bei denen aufgrund von einer dämonischen Eingebung. Ja. Und laut Augustinus haben Dämonen zwar wirklich keine prophetische Gabe, aber sie flüstern den Wahrsagern jedoch scharfsinnige Vermutungen über zukünftige Ereignisse an, gestützt auf lange Erfahrung und auf ihre große Schleue. Ja, so läuft das ab. Ein anderes Wort ist das Wort Wahrsagung. Ja? Die Wahrsagegeister werden auch genannt in der Bibel manchmal die Wissenden. Ja? Und da möchte ich mir mit euch jetzt eine Bibelstelle anschauen, und zwar in der Apostelgeschichte. Da wird auch von diesem Wahrsagegeist gesprochen. Apostelgeschichte 16,16, da heißt es, da wird von einer Magd, von einer Frau beschrieben, die hatte einen Wahrsagegeist. Ja? Und brachte ihren Herrn einen großen Gewinn durch Wahrsagen. Und Hoffnung für alle übersetzt das so. Diese Magd war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Ja, da haben wir schon ein bisschen mehr jetzt an Erkenntnis. Und dieser Wahrsagegeist wird in manchen Übersetzungen auch übersetzt. Sie hat einen Geist der Python oder einen Pythongeist oder einen Schlangengeist. Ja? Und wenn ihr euch erinnert, letztes Video haben wir gesagt, im Alten Testament gibt es ja dieses Wort Quesem, das heißt im Wahrsagen. Und das steht immer im Parallel mit Nahas, mit Zauberei treiben, ja, mit der Schlange. Weil Nahas heißt ja auch Schlange. Und dieser Geist, der Python oder dieser Python-Geist, geht zurück auf die Pythia. Ja, das ist kommt aus dem Griechischen, das war damals. In der Antike war das die weissagende Pythia mit dem Orakel von Delphi. Ja, und dort konnte sie sozusagen die Zukunft erschnüffeln. Ja. Pythia, das war eine Priesterin und die saß im Keller von diesem Apollo-Tempel. Ja. Apollo-Tempel, Apollo kam auch schon beleuchtet, Apollo, Apollyon in der Offenbarung, der Verderber, der Zerstörer. Und die soll auf einem Dreibein über einer Erdspalte gesessen sein und dort mit Hilfe von Gasen die Verbindung zu den Göttern aufgenommen haben. Also die war einfach durch die Gerüche dann high und hat da gewisse Sachen gesehen. Was übrigens auch interessant ist, wenn ihr mal genau das Alte Testament lest, die haben ja früher geräuchert. Und wenn ihr euch einmal anschaut, diese Räucherwerke, das sind Drogen, das sind Harze, die haben sich zugedröhnt, die Propheten, und dann waren sie offen für diese Visionen von diesem Jahwe. Ja, das ist, kann man das schon beleuchtet einmal? Könnt ihr euch selber anschauen, ja, diese Harze, die da verwendet wurden. Das sind psychedelische Drogen, die waren bumm zu. Und das war auch bei der Pythia, ja. Nur haben jetzt italienische Forscher haben da weiter geforscht, an diesem Platz dort, wo das alles war und mit den Felsen, wo das ist. Und da haben italienische Forscher jetzt festgestellt, dass das Methan, was da eben aus den Felsen rauskommen soll oder aus dieser Felsspalte, dass das keine Veränderung im Gehirn hervorruft. Aber auf die Dauer könnte das Gas in der kleinen Kammer,
die war da in so einer Kammer drinnen, den Sauerstoff in der Luft verdrängt haben. Und der Sauerstoffmangel im Gehirn, der Pythia, der wurde da, dadurch wurde dann ein Effekt hervorgerufen, als ob sie betrunken wäre. Ja? Das heißt, die Gehirn hat da gewisse Teile sind da ausgesetzt. Und da, wie ich das gelesen habe, ich weiß nicht, ob es euch da nicht auch jetzt durchzuckt, ja? Der Sauerstoff in der Luft wurde verdrängt. Da war zu wenig Sauerstoff im Hirn und dadurch war die. Was haben wir heute? Wir haben da auch keinen Sauerstoff. Sind die alle? Ich frage euch. Ich glaube, das sind alles keine Zufälle, dass wir diese Dinge jetzt hier wirklich erfahren. Auch in Verbindung mit diesen Dingen halt. Und was auch noch interessant ist, möchte ich euch auch noch zeigen, das Delphi-Orakel, da war ja dieser Tempel und auf dem Tempel waren drei Aufschriften. Ja? Das waren diese apollonischen Weisheiten. Die erste Weisheit lautete, erkenne dich selbst. Die zweite Weisheit lautete, nichts im Übermaß. Und die dritte lautete, du bist. Ja, und da sagte man eben, dass diese Auseinandersetzung mit der inneren Persönlichkeit, dass das ganz wichtig ist, weil die Erkenntnis der Innenwelt diente als Zugang zur Problemlösung in der Außenwelt. Ja, das ist, man sieht da irgendwo wieder so das typische Wirken des Affengottes. Ja. Und das ist auch das, wo er die Menschen verblendet, ja, wo er sie hypnotisiert und verblendet, dass sie die Wahrheit nicht erkennen, weil das sind gute Wahrheiten. Ja. Erkenne dich selbst, erkenne dich, wer du wirklich bist, ja. Dass wir Kinder Gottes sind, dann nichts im Übermaß, ja, diese Selbstbeherrschung, die ein Mensch haben sollte, und du bist, wer bist du wirklich? Ja. Und das war das, was Jesus, wo Satan, wo Rumpelstilzchen in der Wüste auch Jesus versuchte. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, das ist total wichtig, diese Gotteskindschaft. Ja? Und die versucht uns dass wir gar nicht so weit hinkommen. Er versucht das uns schön zu reden, abzureden, dass es gar nicht so ist. Und wenn es so ist, dann verdreht er alles. Also das sind ganz wichtige Erkenntnisse auch für uns. Ja? Es geht immer auch um uns, im Kleinen so im Großen. Und das werden wir sehen. Ja, das sehen wir auch in Verbindung, ich greife jetzt ein bisschen vor mit dem Absagegebet. Das ist so, so wichtig. Ja? Darum, ich muss mit diesen Themen leider ein bisschen weiter ausholen, damit wir den Zusammenhang haben und dann die Wichtigkeit letztendlich erkennen können von diesem Absagegebet. So, genau, ich stelle euch dann unten ein Video rein, warum alle diesen Carola-Märchen glauben, ja. Weil eben diese da alle hypnotisiert. Und wie das heute umzulegen ist. So, wir sind noch bei den Wahrsager. Ja? Die Wahrsager besitzen ein verborgenes Wissen über okkulte Zusammenhänge, das ihnen den Blick in die Zukunft ermöglicht. Ja? Und die machen das mit verschiedenen Dingen. Kartenlesen, Wurforakel, Würfel, Pfeile, Wettererscheinungen, Gestirnkonstellationen, Handlesen, Vogelgesang und so weiter. Da gibt es ganz viele, ja. Und ein anderes Wort, was für uns auch noch interessant ist, ist das Wort Mantik. Mantik, das ist eine Wahrsagekunst oder eine Zukunftsdeutung, ja. Und das ist alles, gehört zu dieser schwarzen Magie dazu. Da werden eben gewisse Geister herbeigerufen oder gewisse Rituale gemacht, sei es in Wort, in Schrift, in Taten, um eben mit dieser Geisterwelt in Verbindung zu treten, um sich dann die eigenen Wünsche zu erfüllen. Ja, und das läuft weltweit im Moment ab mit dem hier, mit dieser Hypnose. Das nächste Wort ist Prognose. Prognose ist eine Aussage über Ereignisse, Umweltzustände oder die Entwicklung der Zukunft. Das Wort kennen wir auch, ja. Und das Wort kennt ihr vielleicht nicht so gut, das ist die Divination. Ja, das ist auch eine Art der Wahrsagung. Das ist eigentlich die Erforschung des göttlichen Willens. Ja, das ist nicht nur die Enthüllung der Zukunft, sondern die Auslegung der Zeichen der Götter. Da geht es schon um den Bereich des Göttlichen. Ja. Aber nicht jetzt unbedingt im positiven Sinn, sondern auch der Wille der Götter, ja, inklusive Jahwe.
So, der Prophet oder Wahrsagende tritt als beauftragter Verkündiger eines göttlichen Plans auf. Weissagung betrifft gewöhnlich die Schicksale von Einzelnen, von Völkern oder von der ganzen Menschheit. Ja, ganze Menschheit kann damit betroffen sein. Und wie man gesagt, der Affe Gottes als Weissager, als Wahrsager, als Prophet. Und wenn es euch erinnert, haben wir gesagt, dass die schwarze Magie mit Vorankündigung arbeitet. Ja? Das heißt, sie kündigen die Dinge vorher an. Das sind sogenannte Prophezeiungen. Ja, weil das haben wir eben schon gesagt, das ist das, was in der Bibel, im Alten Testament drinnen steht, das sind auch Prophezeiungen. Da wird etwas vorangekündigt mit der Aussage, so spricht der Herr oder Ausspruch des Herrn, was auch übersetzt wird mit Last des Herrn von diesem Jahwe. Ja, und die Propheten damals im Alten Testament, die tun den Willen von dem Jahwe kund. Und diese Prophetien, diese Vorankündigungen, die finden wir im Alten Testament. Ja. So kann man eigentlich sagen, dass die Bibel, dass da Zaubersprüche drinnen sind in geschriebener Form. Ja. Und wenn man einmal schaut, was die Propheten voraussagen oder wo der Wille Gottes gezeigt wird, das ist der Ausspruch des Herrn, ja, was über die Gottlosen ausgesagt wird, und das ist ja das Goyim, das sind ja auch wir, ja, also alle, die nicht an den Jahwe glauben, was da vorausgesagt ist. Und das ist wichtig für uns, dass wir das wissen und einmal anschauen. Ja. Und man braucht nur in die Psalmen einmal reinschauen. Ja, Psalmen, das sind auch Aussprüche, das wird halt gesungen, das waren gesungene Lieder. Ja. Und auch, das ist kein Zufall, weil Singen verstärkt ist im Zauberspruch noch, ja. Und genau diese Dinge, ja, diese Verwünschungen, Beschwörungen, Suggestionen, Aussprüche, Zaubersprüche, die können wir binden. Und wer wirklich aufmerksam ist und das Absagegebet schon einmal oder öfters gesprochen hat, dem werden diese Begriffe gar nicht so neu sein, denn in dem Absagegebet löst sich jeder Einzelne von diesen Fremdeinflüssen, ja, von diesen Flüchen, Verwünschungen, Beschwörungen, Suggestionen, Zaubersprüche, von dem allen, das wird angesprochen in unserem Absagegebet. Ja. Und wie gesagt, wenn das im Kleinen funktioniert, und ich habe wirklich Wunder erleben dürfen von Berichten, die mir Menschen schicken, die dieses Absagegebet gesprochen haben, wo sich plötzlich so viel geändert hat, wo diese Menschen frei sind, wo ihnen die Augen aufgegangen sind, wo sie plötzlich ihr Leben einen Sinn bekommen hat und alles nur mehr schön ist und ja, eigentlich Freiheit. Wie Jesus sagt, ja, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn dieses Absagegebet jetzt im Kleinen bei den einzelnen Menschen funktioniert, dann funktioniert das auch, wenn wir das gemeinsam auch machen. Ja? Wenn wir gemeinsam diese Flüche, Verwünschungen, Suggestionen, Zaubersprüche, die ganzen Beschwörungen, die Flüche, die ausgesprochen sind von diesen Schwarzmagiern, eben das, was jetzt da geschieht weltweit, diese Hypnose, dann können wir das auflösen. Ja? Dann können wir das auflösen. Warum? Weil Jesus hat ja gesagt, ich gebe dir die Schlüssel zu lösen und zu binden. Und wir können hier auch diese Zaubersprüche binden. Ja. Wie das ausschaut im Detail, das werden wir dann das nächste Mal besprechen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer Gottes reichsten Segen.